Und herzlich willkommen zu Folge 108. Ja, beim letzten Mal haben wir den zweiten Tank hier damit angeschlossen, weil der erste Tank rappelschnell voll war. Und jetzt werde ich mich beeilen, denn ich muss den anderen das schnell anschließen, sonst wird der zweite Tank auch voll sein. Und dann ist es unnötig, einfach die Lava irgendwo hinzupumpen. So. Wollte ich noch hier bei Treppen hier dran pfeffern. Dann haben wir die nämlich auch gleich weg. Ja gut, das läuft hier noch. Da haben wir ja sowieso noch gesagt, das wird er später gemacht. Eine Fackel hin, irgendwie noch eine Fackel hingesetzt. Das kann später gemacht werden. So, jetzt müssen wir schnell hier Lava rauspumpen. Ich brauche die Kettensäge einmal, danke. Dann brauche ich dit. Dann brauche ich das. Dann brauche ich das. So, jetzt hören wir, dass sie jetzt pumpt. Der pumpt, der Sausack. So, dann pumpen wir weiter runter. Ne, pumpt mal hier in die Richtung. Dann brauchen wir die Engines. Dann machen wir das. Yep. So. So und so erstmal. Wobei das jetzt gerade furzig war hier. Machen wir das mal so. Ne, ich muss das so umschwenken. Jetzt habe ich gleich so einen Mistaufbau. So, der pumpt schon mal. Der hat maximal Eingang, der hat keinen Ausgang. Und dann füll einfach. Wenn du jetzt Energie bekommst, füll wie du lustig bist, mein Freund der Nacht. Oh, wie schnell ist der denn am Auffüllen hier? Seht ihr, das ist ziemlich krass. Der geht jetzt ein bisschen. Ja, der bleibt konstant, aber dennoch füllt sich der andere auf. Da müssen wir uns jetzt nicht beeilen. 305.000, 350.000. Krass. Gut, haben wir noch ein paar Treppen? Ja, ein paar Treppen haben wir noch. Und diese komischen Slap-Dinger hier, die müssen auch noch irgendwo dran. Da weiß ich aber auch noch nicht, wo dran. So. Hier habe ich noch nicht weiter runter gepumpt. Beziehungsweise habe ich noch nicht weiter runter gebaut. Da weiß ich mir noch nicht, was ich hier vorhabe. Ich wollte zur Not ganz unten in den letzten Etagen nochmal einen riesen Tank aufbauen, wo wir nochmal Lava speichern. Nur aus dem Grunde, falls irgendwie entweder fallen beide Puffertanks aus, sprich diese beiden fallen komplett aus, oder ich habe beide einfach zu voll. Ja, der ist schon gleich bei der Hälfte. Da werden wir jetzt noch ein paar, können wir noch ein paar anschließen. Definitiv. Zur Not hier habe ich ja noch die Bedpacks. Da können wir nochmal aus jedem hier so ein 64er-Stack rausziehen. Da werden wir jetzt erstmal vorwiegend unsere Energie rausziehen aus Lava. Die ist nämlich schnell, die ist gut, ist einfach. Ja komm, muss ja irgendwo hin. Mach mal erstmal. Weil das geht mir erst, dass ich die ja ans Laufen bekomme nochmal. Zusätzlich. So. Dann hatte ich nämlich hier noch oben was vor. Da wollte ich nämlich einen kleinen Gang hier, beziehungsweise einen kleinen Zugang bauen. Irgendwo, ja. Irgendwo hier vielleicht. Warte mal, nicht so direkt daneben, das ist doch. Sieht ein bisschen blöd aus. Vielleicht hier so. Zumindest einfach nur so einen kleinen Zugang basteln. Der uns dann gewährt, dass wir hier einfach mal hinkommen können und schauen, wie es hier so unten läuft. So ist natürlich klar. Das kann weg, das kann weg. Das kann alles weg. Irgendwie noch Holz hier bekommen. So. Eisenstiefke. So. So ist auch gut. Dann können wir hier runter gucken. Können wir, wie die Lage ist. Einfach mal schauen. Hier muss natürlich noch Holz rein. Und mir geht es ja darum, dass ich hier einmal gucken kann. Weil ich ja nie das Ding finde. Hier, wie voll bist du denn eigentlich noch? Dann können wir sagen, komm, nehmen wir hier so ein Stack raus. Und füllen es dann da oben bei uns ins Inventar rein. Was natürlich dann clever ist. Hier rein. Ah ne, in die Kiste war das, ne? Ah ne, stimmt gar nicht. In die hier. Boah, was ist denn hier passiert? Hier sind ja einige von den Dingern voll rausgeflogen. Ne, das kann hier noch drin bleiben. Geil. Top ist die Sache, so gefällt mir das. Aber warte mal, ich habe gerade gesagt, ich brauche noch gerade Holz. Holz brauche ich, dann nehmen wir doch mal hier ein
Ein Holz raus. Und kloppen das da unten rein. So. Hier brauchen wir kein Holz. Hier ist es schon okay. Ja, lassen wir das mit Erde. Das macht mir eigentlich gar nichts aus. Wie sieht es denn hier aus? So. Im Allgemeinen, ja. Dann könnte man vielleicht auch sagen, wir legen die Leitung hier hin. Und tun hier später irgendwie mit Energietransposer und so was, das hier verarbeiten. Aber fällt mir auch noch nicht genau was ein, wie ich das genau veranstalten werde. Holz mal gerade wegpacken. Holz wegpacken und ich glaube, die Lavatanks, die sind gleich auch beide voll. Oh. Ich wollte eigentlich, dass du da drunter gehst. Dankeschön. Ah, der eine ist voll wieder, der andere ist jetzt gleich schon an der Hälfte. Da müssen wir eindeutig noch ein paar dran pfeffern, ein paar Dinger. Ich glaube, das bleibt nicht aus. Dann machen wir von vier Seiten oder so, von drei Seiten erstmal alles voll. Wie viel haben wir denn? Ja, doch. Ich glaube, das lohnt sich, das zu machen. So. Und wie viel haben wir hier noch? Beziehungsweise wie viel ist hier am Laufen? Eine ist schon mal fertig. Da können wir vielleicht zwei Dinger dran sitzen. Oder was pumpt er denn? Wo pumpt er denn gerade Energie rein? Da. Und hier teilweise, okay. Die können sich eigentlich fast so streiten. Dann sagen wir, hier kommen, nehmen wir noch einen Stack und schmeißen das da noch rein. Komm hier. Nimm das hier und sei glücklich. Denn ich würde jetzt hier den Rest auch noch wegklappen. Ich brauche Kolben habe ich. Ich hab dit. Ich hab dit. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr, oder? So. Dann so. Dann so. So, so, so. Und hier oben, ne? Vier. Kommen auch noch zwei raus, weil ich keine Kolben mehr habe. Dann das, dann das. Dann brauche ich. Unten habe ich Waterproof, dann brauche ich vielleicht hier die Energieleitung nehmen wir jetzt so. Dann haben wir das. Dann habe ich die einen Pipes noch mit, genau. Super. Das ist doch geil. Dann kann nämlich die Energie nämlich eigentlich konstant erstmal laufen. Bis halt der Tank eigentlich leer ist. Ich pumpe auch erstmal aus dem hier raus. Aus dem wird erstmal rausgekommen. Das muss irgendwie auch wegkommen. Dann würde ich sagen, machen wir es jetzt mal eben so. So. Dann haben wir hier sechs Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann können wir gegenüberliegend auch noch welche bauen. Und zwar hier. So. Müssen wir jetzt erstmal hier drehen. Dann geht es bitte zurück. Nein. So, jetzt muss die Energie natürlich raus. Jetzt brauche ich. Gut, ich könnte die Leitung benutzen, was ich auch machen werde. So. Jetzt brauche ich aber irgendwie Waterproof und das kann ich ja eigentlich durch diesen Bienenwachs benutzen. Bienenwachs hab ich hoffentlich noch oben. Ja, der eine Puffertank, der linke, bleibt erstmal, dass ich da nichts rausziehe. Dass ich da vielleicht Zellen oder so auffülle. Oh. Wo hab ich das jetzt losgeworden? Wo bin ich das losgeworden? Ist das da oben irgendwo drin, ne? Da hinten in der Ecke, sehe ich's. Dann machen wir 16 Stück hier. Komm. Dankeschön. Machen wir 16 Leitungen, das können wir gut verlegen. Und dann läuft das auch. Und wenn der eine Tank jetzt verbraucht wird, dann wird er sowieso aufgefüllt von irgendeiner Stelle. Aber muss ja irgendwie die Energie rauskommen. Und je mehr ich von da benutze, je schneller wird meine Zelle aufgefüllt und je schneller kann ich diese Gatter noch herstellen. So. Wir machen mal eben so. Wir kappen den mal hier ab. Dann soll er den mal eben auffüllen. Jetzt soll er die langsam hier reinpumpen. Maximaler, ja. Jetzt kommt Energie rein. 4, 8, 8, 16, 24. Und nochmal 8 ist 32. Das ist krass. Können wir das doch schon mal hier
So machen, oder? Yep. Das ist so geil. Jetzt will ich mal hoffen, dass er schneller die auspumpen kann hier. Wie viel hast du denn? Ah, du bist auch noch konstant. Ja, guck mal, die sind auch schon wieder voll hier. Komm ich da dran? Ja, die ist auch voll. Ah, da fehlt jetzt so langsam die Energie. Die können auch mal schneller arbeiten hier. Dann können die ja noch einen dran pappen. Ah, das ist krass. Der läuft. Jetzt fehlt noch der hier ein bisschen Energie. Drei hat er schon. Viel hat er noch nicht. Der muss erstmal hier, glaube ich, die allen auffüllen hier. Deswegen habe ich den auch noch gelassen hier. Aber es läuft rein. Das ist auch die Hauptsache. Es läuft schnell rein und es soll ja auch schnell verbraucht werden. Minecraft Joule, yeah. Es passt. Es passt. Es passt. Es läuft. Es läuft alles. Es ist geil. Jetzt nehmen wir langsam, langsam Fahrt an. Und dann kommt, wie gesagt, das hier. Und dann kommt das nächste. Und dann kommt das nächste. Und immer so weiter. Und dann bauen wir Stück für Stück alles auf. Und dann haben wir das ME-System fertig. Und dann sind wir mit dem technischen Kram grundlegend fertig. Und dann kommen halt Erweiterungen, kommen Verbesserungen. Wir müssen mit Atomkraft, wir müssen mit vielem Quatsch verarbeiten. Aber ich muss euch leider sagen, die Folge ist wieder zu Ende. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer FlashUtalB und tschüssen.